Ja, Leute, willkommen zum neuen Video heute. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Servernetzteil von HP umbauen könnt für einen Endstufenbetrieb, Autoendstufenbetrieb, Monoblock und so weiter. Denn der Servernetzteil bringt 12 Volt und 47 Ampere und ist noch relativ günstig, 99 oder was kostet das Netzteil. Der Link dazu unten in der Beschreibung. Jetzt fragen sich einige Leute, wozu braucht man eine Autoendstufe für zu Hause oder so. Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Viele Leute haben zu Hause noch eine alte Endstufe rumliegen oder haben eine geschenkt bekommen und wollen die gerne zu Hause betreiben. Vor allem Jugendliche, die nicht besonders viel Geld haben und trotzdem mal ein bisschen auf der Kacke hauen wollen, sagen wir mal so. Suchen sich dann immer Wege und dann kommt immer die Möglichkeit, ja, wir können ein Computernetzteil nehmen. Dann kommt man aber immer wieder schnell auf das Problem, damit die Computernetzteile nicht besonders viel Leistung haben. Da kriegst du 12 Volt, 15 Ampere und dann eine Sensor. Und wenn du einen Monoblock hast, der seine 30, 40 Ampere haben möchte, sieht das schlecht aus. Ne? Deswegen wollte man eine Anleitung, hier man so ein schönes Servernetzteil zusammenbaut, ist noch eingepackt, auch komplett original. Original eingepackt aus Büchern, aber ich habe das jetzt so auf eBay gekauft. Und dann schauen wir mal. Ich packe mal das Gerät erstmal aus. Also vorab, ich habe davon 10 Netzteile geholt, ich habe das erste schon umgebaut. Beziehungsweise modifiziert dafür. So, haben wir das HP-Netzteil, Serie ESP135, Modell PS3601-1C. Auf jeden Fall haben wir hier einen Ausgangsstrom von 57 Ampere bei 12 Volt. Eingangsseitig haben wir 4,1 Ampere Maximum und ja, was soll man noch dazu sagen? Ich würde sagen, wir fangen mal an. Also ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn wir jetzt einfach die Spannung anlegen. Wir stecken mal einfach den Stecker drin und hören. Der Lüfter läuft sachte vor sich her. Schauen wir mal. Wir wissen gar nichts. Und das muss auch so sein. Denn momentan ist ja das Netzteil noch aus, wie mein Computernetzteil, muss man hier erst diverse Pins drücken, damit das Netzteil überhaupt anläuft. Und dafür drücken wir jetzt den Pin und den Pin. Dazu mache ich euch hier gleich irgendwo im Video ein kleines Bild rein, da seht ihr ganz genau, was ich meine, wie es geschalten werden muss. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Hier, zack. So, Schrumpflauch ist fest. Dann schauen wir mal. Wir stecken mal das Netzgerät, das Gipsgerät hier jetzt drin. Okay. Zack. Und den Stecker habe ich natürlich rausgezogen. Dann stecken wir mal das Gipsgerät Netzteil hier drin und dann schauen wir mal. So. So, hinten leuchtet die Lampe jetzt endlich. Dann sollte jetzt auch Spannung anliegen. Messgerät, 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 Messgerät. So. Da haben wir das hochqualifizierte Messgerät hier. Zack. Gut, umgedreht.
Da ist Plus, da ist Minus und Spannung haben wir jetzt, habt ihr gesehen. Spannung haben wir. So, zack. Dann markieren wir uns das mal schnell. Das ist die. Na du, das ist schon ein bisschen. Und das ist die Minusseite. Ja, somit läuft das Netzteil schon mal. Jo, jetzt würde ich sagen, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Vergleich. Netzteil, 12 Volt Umbau am Oszilloskop gegen unsere Autobatterie nachher. Ruhig war am stärksten. Und weiter geht's. Hier haben wir jetzt unser Netzteil mit unseren 12 Volt und knapp 575 Watt oder so. Angeschlossen soweit. Wir haben jetzt soweit Oszilloskop ist mit angeschlossen, Lautpressen angeschlossen und die Quelle kommt gleich. Die machen wir gleich rein. Getestet wird mit 230er Subwoofer von Magna, die noch rumstehen. Und da sehen wir unser Oszilloskop. Wir haben jetzt eine Auflösung von 1 Volt pro Feldkästchen und eine Zeitablenkung von einer Millisekunde. Die könnten wir eigentlich noch umstellen, aber man sieht, was man sehen möchte. Sieht man auf jeden Fall. Zu bringen. So, noch ein anderes Handy für Musik. Das war jetzt erstmal mit dem Netzteil, jetzt kommt gleich mit einer Autobatterie der Test. So, damit haben wir jetzt den Wechsel erstmal durch. Wir benutzen jetzt eine 44 Ampere-Stunden Batterie zum Testen. Die ist knacke voll, die kommt gerade frisch vom Ladegerät, angeklemmt soweit. Und dann würde ich mal sagen, wir packen das Gerät hin, denn der Speicher ist gleich voll. So, der Oszilloskop hängt jetzt auch mit dran. Dann schauen wir mal. Da sehen wir unsere Jupen 12 Volt. Dann hauen wir mal den Wecker hier wieder an und dann mal schauen, was da so rauskommt, wa? So, erstmal fangen wir leise an. So. Langsam werden wir lauter. So, der Test ist nun durch und meiner Meinung nach bricht die Batterie definitiv stärker ein als unser Servernetzteil. Wenn wir jetzt natürlich die leichten Einbrüche vermeiden wollen, könnten wir noch einen Verrat-Konsorter benutzen. Beim Servernetzteil wäre es vielleicht auch sinnvoll, genauso wie bei der Batterie. Aber nicht unbedingt nötig. Falls ihr noch irgendwelche Vorschläge haben solltet, welche Netzteile ich umbauen soll oder Projekte ich angehen soll, die irgendwie mit Elektronik zu tun haben oder so Kleinigkeiten, dann schreibt mir in die Kommentare. Das nächste Video ist auch schon fertig gedreht und wird demnächst auch hochgeladen, wenn es geschnitten ist. Da
zeige ich euch, wie ihr ein Servernetzteil, nicht Servernetzteil, PC-Netzteil umbauen könnt, um das an 12-Volt-Lampen vielleicht oder so ähnliche Sachen zu betreiben. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und so weiter, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.